Some of Rai's men have been killed by infected. I can hear a voice coming over a walkie-talkie. It must be on one of the bodies. Liebe Freunde, wie ergeht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich euer I only love all Asian ladies love giant. Ja, willkommen zurück zu Dying Light. Und ich habe gerade eben übrigens gesehen, wenn wir hier auf Pause drücken, ins Pausenmenü letzten Endes gehen, dann sehen wir hier rechts oben den Story-Fortschritt. Wir sind storymäßig bei 38% Completion angelangt, nach über... Wie viel haben wir jetzt? Über 50 oder über 60 Parts? Also werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit mit diesem Game verbringen. So viel ist schon mal klar. So, wir haben als nächstes Quest übrigens schon was ausgewählt. Und zwar... Cease and Desist. Get to 5 Gabriel Estate. Stimmt, wir haben dieses Walkie-Talkie hier gesnackt. Und apropos Snacken, da haben wir schon hier ein paar, die sich hier ein bisschen an den Kadavern bedienen. Okay, 5 Gabriel Estate. Lass mal kurz auf der Map nachschauen, wo wir da genau hin müssen letzten Endes. Sind schon direkt in der Nähe, schauen auch schon in die richtige Richtung. Also würde ich sagen, Aufi! Liebe Freunde, Aufi! Die lassen sich hier nicht stören, die snacken schön weiterhin. Kann ich den cheesen? Nee, leider nicht. Dachte, ich könnte den jetzt hier Fatality-mäßig hier mit E... nochmal schön die letzte Ehre erweisen, aber anscheinend nicht. Gut. Nicht vergessen, wir haben auch unseren Grapple, aber ich glaube, Grapple werde ich größtenteils... Das ist ein verschütteter Skillpoint. Ich glaube nicht, dass ich groß grappeln werde in dem Game. Dafür haben wir ja hier unsere Dashes zur links, nach links, rechts und nach hinten. Und damit sollten wir eigentlich schon klarkommen. So. Ah, komisch, dass es außerhalb der Safe Zone gesaved hat das letzte Mal. Ich dachte eigentlich, dass das fast unmöglich ist. Das ist allerdings auch interessant hier. Okay, macht uns von hier schon Damage, alles klar. Das war sehr intelligent. Herr Zombie! Ach, fuck off. Oh, und er ist nicht draufgegangen davon, übrigens sehe ich gerade. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Okay, das war nicht so gut. Habe eigentlich keinen Bock, jetzt hier ein Health Kit einzusetzen. Wir könnten rein theoretisch schlafen und dann nochmal die Nacht überschlafen, aber... Na, dann mal schauen, was wir hier zu traden haben erstmal. Oh! Oh! Mhm. Diese Shotgun ist auf jeden Fall schon mal sehr erotisierend, muss ich sagen. Oder sagen, wenn das hier mehr Schaden macht, macht es sogar teilweise als Remarkable Composite Baseball Bat. Dankeschön, J-Downloader, dafür, dass du dich auch nochmal gemeldet hast. Kleinen Moment, das werden wir mal kurz hier wieder gerade biegen. So. Alles klar. So. Nail Hatchet kannst du haben. Ich glaube, wir kommen nicht auf 1900. Leider. Wenn ich das hier verkaufe, eventuell. Na, 16.000. Nee, würde auch nicht reichen, wenn wir bei 14.000. Wobei wir davon rein theoretisch, ich glaube nicht, dass Police Rifles wirklich kaputt gehen können. Ich glaube, die sind, wenn wir eine haben, haben wir sie für immer. Aber sicherer ist, wenn wir noch auf jeden Fall noch ein paar im Stash haben, das ist klar. Das andere will ich eigentlich alles behalten, weil das kann auch nur gut sein. Shotgun-Ammo haben wir ebenfalls, das... Ah ne, das hat er, okay. Ja genau, hier waren wir. Also ich hab Chocolate Boxes und ja gut, die nehmen halt auch noch einfach Space weg, ne? Kann man eigentlich direkt mal loswerden hier. So viel haben wir ja auch nicht gesammelt hier in dem Event. Und ich glaube, der Event ist mittlerweile auch schon vorbei. 5.1. übrigens nehme ich das Ganze hier auf. Ich habe das dann auch nur einfach Sachen, die man verkaufen kann, ehrlich gesagt. Jewel Boxes und Pouch. Glaube nicht, dass man die fürs Craften benutzen kann. Cosmetics. Coffee. 45. Ja, ich... glaube nicht, dass wir die groß brauchen, deswegen werde ich sie mal loswerden. Vielleicht können wir sogar jetzt doch damit auf, was haben wir da unten gerade gehabt? Achso, hier. Craft Parts, okay. Die brauchen wir auf jeden Fall. Other, okay. Okay. Let's do it.
Nailed it, liebe Freunde. Nailed it. Okay. Haben wir überhaupt Ammo dafür? Wird sie uns gleich zeigen. Schauen wir mal, wie die Double-Barrel-Shotgun hier letzten Endes aussieht. Shotgun all day long. Ooh, what a boy. So, wo haben wir sie denn? Mein Baby. Ah, wir haben 12 Bullets. Das ist ganz okay. Könnte sogar ein One-Shot sein gegen die Kollegen hier. Ich will sie auf jeden Fall einmal einsetzen. Die wird zwar ordentlich Lärm machen, aber ich meine, das ist es wert. Mm. Oh yeah. I like it. I takes it. Good shit. Okay, Reload. Klappt auch wunderbar. Okay, der weiß auch nicht, wie ihm geschah. So, Get to 5 Gabriel Estate sind wir ja gerade. Na, komm, rein da mit dir. Ich glaube, er wittert uns schon. Jetzt auf jeden Fall, spätestens. Oh, Hallöchen. Der Loot, er ruft nach mir. Und ja, eventuell müssen wir doch noch Medkits benutzen, aber zumindest haben wir schon mal Gauss. Gauss haben wir auch ordentlich viel eingesammelt das letzte Mal. In diesem Military Compound. Okay, wir müssen ein bisschen mehr... Ach Gott, ins Zentrum. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auf... diesem Gebäude hier, nehme ich mal stark an. Aha. War zumindest schon mal nicht komplett umsonst. Yes. The nailing has been happened. Oh, ich sehe gerade, der Event läuft doch noch. Ha! Gut. Erol Azani. No more tickets, sag ich schon. Time to tell the truth. Okay. Okay, mein, das ist wahrscheinlich Gabriel Estate 6. Und laut Karte ist es das da vorne wahrscheinlich. Was? Okay. Ja, genau. Komm, Estate 5, da haben wir's. Aber jetzt sagen, ich will auf jeden Fall die Aggro von ihm ziehen, damit ich immer ordentlich hier... zeigen, wow, das ging schnell. Zeigen kann, was ich von ihm halte. Bitch! Rectus Maximus. Dann habe ich mal die Zigaretten abgeknöpft. Okay. Shut up. Oh, 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 oh. Oh oh, oh oh. Okay. You get this back, bitch. Okay, gut, gut. Hat Wirkung hinterlassen. Das ist alles, was ich erzielen wollte. Hier. Wunderbar. Oh, ist ein Stockwerk tiefer. Es ist auf Ground Level. Ah. Ah. Ich dachte schon, wir müssen wieder Mount Everest besteigen, aber anscheinend nicht. I've just gotten a message from Kareem. He's still in the lab, in the slabs, at 5 Gabriel Estate. Slums Interior. Interior Crocodile Alligator. I drive a Chevrolet Movie Theater. Wer den Song noch kennen sollte. So, ich werde mal Folgendes übrigens machen. Ich werde mal hier die Double Barrel Shotgun kurz loswerden und mal wechseln. Ich habe keine... Ich habe die Police Rifle dabei, aber... Ah doch, die Pistole habe ich dabei. Perfekt. Bow wird zwar hier nicht viel bringen, aber ich denke mal, die Pistol definitiv. Aber das hat auf jeden Fall Condemned Vibes irgendwie so langsam. Zumindest die Area hier. Ein bisschen was, eine Mischung aus Condemned und Outlast. Fehlt nur dieser grüne Filter, den Outlast logischerweise immer hat. Und Outlast 2 übrigens definitiv ein Game, das ich mir auch noch holen werde und auch noch Let's Playen werde. Whistleblower, den DLC habe ich ja auch noch, der kommt auch noch auf meinem Channel. Habe ich bisher noch nicht privat auch noch nicht gezockt.
Und Outlast selbst ja auch nicht. Habe ja direkt mit dem LP gemacht. Genauso soll es ja auch sein bei Horror Games. Okay, ein bisschen Minecraft einlagen. Project Wallrider, oder war hier ein Start oder wie? C'est la vie, sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Hab leider keinen links und rechts Lean. Wusste, die Pistole zahlt sich aus gegen die. Oder in der Area zumindest. Gegen die sowieso. Hat keine Waffe dabei? Keine Melee oder was? Gar nicht mal so schlimm, wie ich dachte. 29 Bullets noch. Wie viel habe ich denn? Habe ich die Military Rifle equipped? Nee. Na, vielleicht reicht doch der Bogen gegen die. Wow, hallo! Really? Okay, come at me, bitch. Yes! All of it! Take it! Alright. Auch wenn das keiner von hinten kommt. Interessanter Versuch. So. So einfach geht's, mein Freund. Es hat noch irgendwo anders einen Pfeil stecken gehabt, den wir auf jeden Fall auch wieder haben. Jawohl. Good. Ja, nochmal folgendes. Der Bogen wird hier auf jeden Fall nichts bringen. Deswegen gehen wir mal auf die Police Rifle. Schauen wir mal, wie viel Ammo wir dafür haben vor allem. Okay, damit können wir ein bisschen Spaß haben. Das lässt sich ändern. Tanto Machete ist immer eine gute Sache. Hier können wir anscheinend... Nee, hier können wir nirgendwo rein. Das heißt... Whoop. Whoop. Ja, stimmt, das war ja hier Rice's Tower. Das sieht auch dementsprechend noch aus. Als wir jetzt zum ersten Mal waren, sah es ja auch nicht wirklich viel besser aus. Ein Household Supply sieht irgendwie ein bisschen aus wie Zucker, aber ich denke mal, das soll Bleach oder sowas sein. Wenn man das verwechselt, wäre es auf jeden Fall noch schlimmer. Aber weit und breit kein Kareem. Ich weiß sowieso nicht, warum der überhaupt hier sein würde, ehrlich gesagt. Try me. Nice Dodge. Nice Dodge. Schon wieder fucking J-Downloader, das sich hier meldet. Ich krieg zu viel. So. Kommt im Jahr 2019 anscheinend wieder zurück auf meinem Channel. Die Omnipräsenz von J-Downloader. Wunderbar. Das sind alles, glaube ich, hier diese... Okay, das war eine Sickle, aber die haben meistens... Ich habe doch vorher ein paar Sachen verkauft. Das kann doch nicht sein, dass mein Inventory schon wieder voll ist. What the fuck? Den haben wir modifiziert. Ja, komm. Weg damit. Die können wir nicht disablen. Ja gut, Tanto Machete auch weg. Nehmen wir einfach mal die ganzen Waffen von denen hier mit. Das wird schon hoffentlich ein bisschen lukrativer sein. Eine Tanto Machete können wir auf jeden Fall schon mal... Ja, die Sickle eigentlich auch. Die ist auch nicht wirklich gut. Das geht. Ups. Aber da werden wir auf jeden Fall noch ein paar finden von Tanto Machetes, da bin ich mir sicher. Macht weniger Damage, also die hier. Search the upper floors for Kareem. Okay. Alright, delight. Na Gott, wir müssen dabei wahrscheinlich wieder... Ah!
hochklettern. Glaub nicht, dass der gerade noch in Betrieb ist. Und hier scheint sonst auch nichts mehr zu sein. Die ganzen einzelnen Dinger können wir nicht rein. Nee. Würde er auf der, wäre auf der Karte sonst markiert. Das heißt, hoch da mit uns. Okay. Da kommen wir nicht hoch, oder wie? Schwach, Crane. Schwach. Na gut. Alright. Ah. Eigentlich sollst du dir das hier schnappen. Ah, Crane. Schwer vom Begriff, der Junge. Wo ist es denn? Echt, das... Achso, damit kommen wir nur runter. Ja, okay, das ist natürlich auch interessant. Okay. War das nicht, dass wir uns irgendwie Seil auch schnappen können? Ich denke mal. So, safe oben angekommen. Hat wunderbar geklappt. In dem Moment, in dem ich die Kamera ausgeschaltet habe. Wunderbar.